Herzlich willkommen bei Stefan entdeckt die Welt. Herzlich willkommen in Nordthailand. Im heutigen Video geht es rund um das Thema Krankenhaus. Wenn man in Thailand ins Krankenhaus muss, auf was sollte man achten? Ich habe heute drei Tipps für euch, von denen ich glaube, dass sie wirklich gut sind. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Es gibt einen wunderbaren YouTube-Kanal hier aus Chiang Mai in Englisch. Den packe ich euch natürlich unten in die Videobeschreibung. Der hat ein sehr ausführliches Video zu diesem Thema gemacht und ein paar Punkte aus diesem Video möchte ich gerne heute aufgreifen. Auch nochmal kombinieren mit meinen eigenen persönlichen Erfahrungen. Und wer das heutige Video guckt und in diese Situation kommen sollte, kann, glaube ich, eine ganze Menge Geld sparen. Grundsätzlich gibt es verschiedene Arten von Krankenhäusern hier in Thailand, die privaten und die staatlichen. Die sind aber oft auch nochmal die staatlichen, ich denke die privaten, das ist klar, um was es geht, die arbeiten auch nochmal unterschiedlich. Und ich selber habe hier in Chom Thong das staatliche Krankenhaus schon erlebt, da war ich schon in der Notaufnahme, da war ich mehrfach schon als ODP, Outdoor Patient, habe mich normal in die Warteschlange gesetzt, mit allen anderen zusammen darauf gewartet, einen Arzt sehen zu können. Habe da als ODP, Outdoor Patient schon Labortests gemacht und. Davon kann ich euch erzählen. Ich habe aber auch schon auf Intensiv gelegen hier im Bangkok Hospital in Chiang Mai. Und und dann einige Tage eben auf Station. Also ich habe selber auch einige Erfahrungen jetzt schon mittlerweile hier. Und die möchte ich natürlich jetzt auch einfach noch ein bisschen in dieses Video mit einfließen lassen. Grundsätzlich, es gibt in Thailand auch Arztpraxen, aber es ist, glaube ich, nicht dieses Hausarztprinzip, wie ich es aus Deutschland kenne, sondern in so eine Arztpraxis gehe ich zum Beispiel dann, wenn ich eine Bescheinigung für meinen Führerschein brauche oder solche Geschichten. Das mache ich hier bei einer lokalen Arztpraxis. Ich kann mir auch vorstellen, dahin zu gehen, wenn ich irgendwo einen Juckreiz habe, der sagt, hier, guck mal auf die Haut oder so. Aber ich sag mal, alles, was darüber hinausgeht, würde ich in Thailand immer in ein Krankenhaus gehen als ODP, Outdoor Patient. Jetzt ist natürlich die große Frage, in welches Krankenhaus geht man denn? Und dazu müsste man jetzt erstmal wissen, was gibt es denn überhaupt? Also es gibt hier privaten Kliniken, ich denke, das ist jedem klar. Gibt es große Ketten, sehr, sehr gute hier in Thailand. Es gibt aber eben auch die staatlichen Krankenhäuser und ein wichtiger Tipp ist, ihr seid in allen Krankenhäusern hier willkommen. Das ist völlig egal, in welches Krankenhaus ihr geht. Im Privaten müsst ihr natürlich direkt nachweisen, dass ihr das bezahlen könnt. Wenn ihr krankenversichert seid, regeln die das in der Regel direkt mit eurer Krankenversicherung. Wenn ihr keine Krankenversicherung habt oder die nicht nutzen wollt, weil dann die Preise hochgehen, so ist es bei mir, dann habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, in die staatlichen Krankenhäuser zu gehen. Und was viele nicht wissen, die sind auch nochmal untergliedert. Also es gibt die Public Welfare Wohlfahrtskrankenhäuser, wo jeder Thailänder hingehen kann und kann, wenn er aus der gleichen Provinz ist, kostenlos behandelt werden. Wenn er aus einer anderen Provinz kommt, dann kostet das, ich glaube, 10 Baht oder so. Wir hatten das bei meiner Tochter, der war hier, die hatte kurz vorm Abflug Probleme. Ich sage, komm, wir fahren schnell nach Chom Thong ins Krankenhaus, die sollen sich das mal angucken. Und da meine Tochter zwei Staatsangehörigkeiten hat, ist sie da in Anführungszeichen umsonst behandelt worden, aber Chom Thong gehört zur Provinz Chiang Mai, wir leben in der Provinz Lamphun, dann musste sie so einen kleinen Betrag bezahlen, weil sie aus einer anderen Provinz war. Dann gibt es noch die Military Hospitals, die vom Militär betriebenen Hospitale, die sind auch für Ausgänger zugänglich. Alle staatlichen sind vom Prinzip her zugänglich, auch die Military Hospitals. Die haben in der Regel einen etwas gehobeneren Standard als diese Public Welfare Krankenhäuser. Dann gibt es Public Welfare Krankenhäuser, also öffentliche Krankenhäuser mit externen, sage ich mal, Sponsoren. Zum Beispiel die als Lehrkrankenhaus für eine Universität arbeiten oder die eine kirchliche Organisation im Hintergrund haben, also die so einen Hintergrund haben. So, und ich steigere mich jetzt gerade von dem, was ich in dem Video gesehen habe. Ich war selber noch nicht in so einem Ding drin. Scheint es so zu sein, dass die dann im Standard ein bisschen höher sind. Dann gibt es die Universitätskrankenhäuser. Also ich habe mir ja in der Universität als ODP, Outdoor Patient, in der Ambulanz auch eine neue Krone machen lassen. Das war tipptopp, viel günstiger, als ich das hätte bekommen, zum Beispiel in einem großen Privatkrankenhaus.
aber eben vom Standard her auch zu vergleichen mit einem großen Privatkrankenhaus, eben nicht mit so einer ganz einfachen Klinik hier irgendwo auf dem Land. Es gibt öffentliche Krankenhäuser mit einem privaten Trakt, sag ich mal. Also da ist quasi eine private Klinik in dem öffentlichen Krankenhaus. Auch das gibt es. Die sind vom Preis her deutlich günstiger als öffentliche Krankenhäuser, aber als private Krankenhäuser, aber nochmal, die sind vom Preis her nicht so hoch wie ein rein privates Krankenhaus, aber vom Standard ähnlich wie die privaten Krankenhäuser. Und die Ärzte in allen Kliniken, privat und in den staatlichen Kliniken, sind hier in Thailand in der Regel auf einem sehr, sehr guten, hohen Niveau. Die Krankenschwestern sowieso. Also da kann ich überhaupt nicht meckern. Habe ich bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht und die Menschen aus meinem Umfeld, und ich kenne ja nun einige, haben mir das bisher auch bestätigt. Natürlich keine Regel und Ausnahme, will ich gar nicht bestreiten. Meine Erfahrungen sind gut durchweg. Was man auch wissen sollte, und da komme ich zu meinem ersten Tipp, wo man, glaube ich, viel Geld sparen kann, habe ich auch aus diesem englischsprachigen Video geklaut. Das war mir vorher so auch nicht. Also ich wusste das, aber dass man das so machen kann, war mir nicht klar. Von was rede ich? Wenn ihr jetzt einen Bekannten habt, zum Beispiel, ihr wollt euch eine neue Linse ins Auge einsetzen lassen. Der sagt, ich war in dem Krankenhaus XY. Der Arzt, Doktor, tralala, der war super. Bin ich total zufrieden mit. Hat so und so viel gekostet. Und ihr habt vielleicht keine Krankenversicherung oder ihr habt eine, die nicht so hoch abdeckt oder was auch immer. Dann geht doch mal hin auf die Internetseite von dem privaten Krankenhaus, googelt euch diesen Arzt, sucht euch diesen Arzt und googelt mal den genauen Namen, wichtig, in Thai. Da braucht ihr vielleicht jemanden, der euch das genau übersetzt, wie man das schreibt, und googelt den mal, weil viele Ärzte, eigentlich alle Ärzte hier in Thailand, die in so einer privaten Klinik arbeiten, arbeiten auch noch in anderen Häusern. Ja, also gerade Spezialärzte, Spezialisten, die sind oft nicht nur in einer Klinik, die sind oft in mehreren Kliniken. Und da sind manchmal dann auch private Kliniken dabei, weil öffentliche Kliniken dabei, weil sie vielleicht da eine Ausbildung gemacht haben und da in dem Vertrag der Ausbildung stand, okay, du musst dann aber so und so viele Jahre mit so und so vielen Stunden hier arbeiten. Solche Geschichten gibt es. Googelt mal den Arzt, guckt mal, wo ist der denn noch, und dann guckt euch das mal an, wo kommen denn da die Preise her. Jetzt ist die große Frage, wo ist denn dann der große Unterschied zwischen den, wenn die Ärzte die gleichen sind, privaten Kliniken und den staatlichen Krankenhäusern? Also ich übertreibe und überspitze jetzt. Im einfachen staatlichen Welfare-Krankenhaus liegst du mit 10 Leuten im Schlafsaal und im privaten Krankenhaus hast du eine Luxussuite. Also ich sage, es gibt ja Videos zu dem Thema, guck mal, unter Unfall gibt es eine eigene Playliste. Da habe ich euch das Zimmer auch mal vorgestellt, in dem ich, das war ein Standardzimmer im Bangkok-Hospital in Chiang Mai, wo ich gelegen habe. Das war schon gehobener Standard in dem Hotel. Ja, also eine kleine Kitchen dabei, so ein paar konnte damit schlafen. Das wird auch nicht extra berechnet. Das wird auch hier in staatlichen Krankenhäusern übrigens vorausgesetzt, dass immer noch jemand aus der Familie mit dabei ist. 24/7, weil die Pflege hier, die einfachste Pflege, sage ich mal, die wird hier von den Familienangehörigen gemacht und nicht von den Krankenschwestern vor Ort. Die machen das Medizinische, aber nicht das Pflegerische. Im staatlichen Krankenhaus, wenn ich jetzt irgendwas habe und ich sage, ich fahre nach Chom Thong ins Krankenhaus, dann weiß ich, ich werde in der Regel den ganzen Tag da verbringen. Dann gehe ich unten in den Eingangsbereich, melde mich an. Ich habe da mittlerweile so eine Karte, dass ich registriert bin, gebe denen meine Nummer. Dann fragen die im Prinzip, was ich habe. Und dann schicken die mich nach oben, Station 1, Blutdruck messen. Dann muss ich an ein anderes Desk, muss mich nochmal mit der Registrierung von unten da quasi vorstellen. Und dann kriege ich ein Nümmerchen und mit dem Nümmerchen sitze ich in einem Riesensaal und irgendwann wird diese Nummer aufgerufen. Wenn ich aufgerufen werde, dann sitze ich wieder vor diesem Zimmer, wo der Arzt ist, warte dann nochmal eine halbe Stunde und wenn ich Glück habe, bin ich dann dran. Also das dauert ewig. Ich habe das gehabt. Jetzt, ich kann berichten, als Gandana diese vor der Abreise, als es eh nicht so gut ging. So, wir haben lange gewartet, dann kamen wir rein und dann hat die Krankenschwester vorne nochmal gesagt, hier, wir splitten, wir ändern das nochmal um, ihr geht bitte zu dem Arzt, der spricht sehr gut Englisch. Wir hatten dann einen Arzt, der hat seine Arztausbildung in Polen gemacht, sprach perfektes Englisch und der hat uns gut weitergeholfen. Ich hatte das selber auch schon, dass ich da war und dann musste ein Blutbild gemacht werden und ein Urintest gemacht werden.
Dann habe ich also einen Zettel gekriegt, gehe in den Raum, habe mich da wieder hingesetzt, gewartet, irgendwann wurde ich reingerufen, dann musste ich dann eben Urin abgeben, Blut abgeben, dann wieder in den großen Wartebereich, dann wurde ich wieder aufgerufen, rein zum Arzt, dann wurde das besprochen, dann sagt er, okay, die und die Medikamente, du brauchst eins davon intervenös, intervenös macht eine Spezialschwester, auch in dem staatlichen Krankenhaus in Chomtong. Das heißt, wieder da hinsetzen, warten, 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 bis du dran bist. Irgendwann war die Schwester dann, hat mich dann aufgerufen. Ich habe die Spritze nicht gemerkt. Top, die Frau, weil die macht den ganzen Tag nichts anderes als die V-Spritzen. Die war super. Mir die Ampulle vorher gezeigt, genau, ob das das Medikament ist, dass die Sachen steril sind. Also das war fein, kann man nicht sagen. Das war völlig in Ordnung. Auch wenn das nachher nur, weiß ich nicht, 350, 400 Baht gekostet hat. Alles in allem, Arztbesuch, Laborwerte, und so weiter. Und die haben mir noch Medikamente für nach Hause mitgegeben. Aber das dauert und dauert und dauert. So, und in so einer privaten Klinik, da gehst du halt rein, unten an die Rezeption, dann sagst du hier, das und das ist mein Problem. Oder du rufst wer an, machst einen Termin und in der Regel bist du da ratzfatz dran. Und das ist eben weitaus weniger aufwendig. Da ist Aircondition, das Ganze ist ein luxuriöses Ambiente. Die haben oft so eine Lobby unten. Also im Bangkok-Hospital in Chiang Mai steht ein Flügel. Ja? Also das ist schon hoher Flurteppich, wenn du da mit dem Auto vorfährst, kommt direkt einer mit dem Rollstuhl angerannt, ob sie dich fahren dürfen. Da geht es nicht darum, ob du nicht laufen kannst oder nicht, aber das ist halt ein Service, den die dir anbieten. Also das ist schon ein sehr hohes Level an Service. Im Government Hospital haben die, also so ist mein Eindruck zumindest, schon das Equipment, was die brauchen. Also ich bin da ja auch schon geröntgt worden, so ein paar ist da schon geröntgt worden. Das hat alles tadellos funktioniert, aber es ist natürlich nicht das neueste Equipment, das schicke Equipment, was ich jetzt in Bangkok erlebt habe. Das ist alles ein bisschen älter, das ist alles mehr benutzt. Funktionieren tut das aber auch. Also das ist meine persönliche Erfahrung. So. Jetzt gibt es die große Frage, wie finde ich denn das richtige Krankenhaus für mich? Wenn ich jetzt weiß, ich habe hier das rechte Knie kaputt, da muss was Neues rein. Wie finde ich das richtige Krankenhaus? Es gibt verschiedene Organisationen, die testen und bewerten. Teilweise gibt es sogar ein Ranking. Zwei davon packe ich euch unten in die Videobeschreibung rein. Das ist Newsweek und GCI. Die haben so ein Ranking der Krankenhäuser hier in Thailand gemacht. Und da sind auch bei den Top-Krankenhäusern staatliche Kliniken dabei. Das sind nicht nur die privaten. Da kann man bei einem von den beiden auch auswählen, für welchen Bereich, also was weiß ich, Pädiatrie, Onkologie und. Und dann kann man eben gucken, so wie haben die abgeschnitten. Das kann man über die Webpage machen. Und jetzt kommt mein zweiter heißer Tipp für euch. Fragt doch mal euren Versicherungsmakler. Oder fragt mal in eurem Freundes- und Bekanntenkreis, wer hat da einen Versicherungsmakler, wo er das Gefühl hat, dem kann man vertrauen, der auch eure Sprache spricht. Und dann soll der mal fragen, ob ihr den mal anrufen dürft. Die sind doch am Puls der Zeit. Die wissen doch gerade so, wo gibt es viele Probleme oder wo läuft es glatt. Die haben vielleicht auch Kunden, die gerade das hinter sich haben, was ihr vor euch habt und haben gehört, Mensch, ich war da und der Klinik, das hat super funktioniert. Oder ich war da und da, das war eher schwierig. Also Tipp Nummer zwei, Versicherungsmakler fragen. Ich habe auch einen Versicherungsmakler und der spricht perfekt Deutsch. Wenn ich sowas hätte, ich würde ihn anrufen und sagen, hier, wie sieht's aus? Kannst du mich beraten? Also das macht der eh. Ich telefoniere nicht oft mit dem, weil ich zahle halt meine Police und gut ist, aber so zum Jahresende, wenn ich dann meine Extension machen muss, dann telefonieren wir auch schon mal. Und ich kann den immer erreichen, egal ob der gerade in Thailand oder in Deutschland ist. Per Line, der antwortet in der Regel innerhalb von 4-5 Stunden, habe ich eine Antwort. Und also den würde ich fragen. Das ist mein zweiter wichtiger Tipp. Fragt jemanden, der sich auskennt und da kann eine mögliche Quelle der Versicherungsmakler sein, neben der Internetgeschichte. So, und jetzt kommt das dritte Ding, von dem ich glaube, was ein super Tipp ist, wo man ganz viel Geld sparen kann, wenn man hier eine geplante Geschichte in einem Krankenhaus hat. Seid ihr schon Mitglied? Es gibt nämlich in fast allen größeren Privatkliniken hier gibt es Memberships. Also man kann so eine Art Mitgliedskarte kaufen in verschiedenen Levels. Gold, Silber, Platin, Diamant, was weiß ich, keine Ahnung. Ich blende euch mal was ein.
Das ist von einer Klinik hier aus Chiang Mai. Und ich mache mal ein Rechenbeispiel auf. Nehmen wir mal an, ihr wisst, ich muss so und so viele Tage ins Krankenhaus, das wird ungefähr kosten, Zimmerpreis, so und so viel. Wenn ich jetzt weiß, ich werde 65.000 Baht ausgeben, rein für die Zimmerkosten. Was jetzt kommt, das habe ich vom Bangkok Hospital in Chiang Mai. Da kostet die Nacht im Standardzimmer 5.600 pro Nacht. Da kommen noch dazu 3.900 für die Nurse und 1.800 Hospital Service Fee. Ja, also 5.600 pro Nacht alleine für die Room Fee. So. Jetzt könnt ihr euch ja ausrechnen, es gibt eine Membership Silber, kostet 13.000 Baht. Das heißt, wenn ich 65.000 Baht ausgebe für Room Fee, sind genau 20%, und das ist der Rabatt, den ich bei Silberstatus bekomme, 13.000 Baht. Also das ist eine Rechenaufgabe. Das heißt, ich habe dann bei 65.000 Baht Zimmerkosten, wenn ich mir diese Silbercard hole, die Silbercard quasi umsonst für ein Jahr, weil die habe ich mit der Ersparnis der Roomfee bezahlt. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu wirr, was ich erzähle. Also das sind dann 12 Tage. Ja? Ab dem 13. Tag macht ihr Plus. Wenn ihr 12 Tage in Bangkok liegt, Roomfee 65.000 Baht, 20% runter für den Silberstatus, bleiben 52.000 Baht. So, dann kommt ja noch was dazu. Ihr kriegt ja mit dieser Silberkarte nicht nur 20% auf den Roomfee, ihr kriegt ja auch noch 10% auf die ärztliche Leistung, die habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ihr kriegt noch so ein Welcome-Package, tralala, ihr kriegt noch irgendwelche Vorsorgeuntersuchungen umsonst. Es ging jetzt nur um den Roomfee. Also ab 12 Tagen in Bangkok macht ihr mit so einer Silbercard Plus. Guckt euch das bitte selber an. Das sind die Konditionen, die ich heute da von der Homepage habe. Guckt euch das in Ruhe selber an. Wenn ihr eine geplante Geschichte habt, sucht euch ein Krankenhaus aus und dann geht mal in die Tiefen der Webpage dieses Krankenhauses, ob die auch irgendeinen Status anbieten. Auch im Bangkok Hospital habe ich nach Membership suchen müssen. Ich habe das nirgendwo bei den Angeboten, die haben ja immer so Advertisements, Special Promotion, da habe ich das nirgendwo gefunden. Ich habe aktiv nach Membership suchen müssen und da habe ich das gefunden. So, das war mein kleines Video zum Thema stationär im Krankenhaus hier in Thailand mit einer geplanten Geschichte. Vielleicht hat der eine oder andere noch eine gute Idee, die man ergänzen könnte. Dann bitte unten in die Videokommentare rein. Würde ich mich extrem freuen. Und in diesem Sinne, macht's gut, seid nett zueinander. Bis zum nächsten Video. Liebe Grüße aus Thailand.